Suite versucht, die schönen, warmen Beige-Töne zu nutzen, aber auch ein bisschen das Blau, damit es nicht ganz so plain aussieht, dass es so ein bisschen Tiefe hat und natürlich auf hochwertige Materialien gesetzt. Wir haben am Anfang vielleicht mehrere Sachen zur Auswahl hier in der Mockup-Kabine. Das sieht man ganz gut an den Vorhängen, dass wir am Anfang uns noch nicht ganz entscheiden können, in welche Farbrichtung alle Details gehen. Aber tatsächlich wird es dieser Beige-Ton zusammen mit dem Blau, das passt insgesamt besser in das Gesamtkonzept und den Gesamtlook der Kabine. In der Kabine haben wir darauf geachtet, dass wir ein Metall mit einarbeiten, was eben einen hochwertigen Look schafft und trotzdem modern dabei ist. Deswegen ist es dieser Bronze-Champagner-Ton, der dem Ganzen noch so eine gewisse Umrahmung gibt und sich in vielen kleinen Details wiederfindet und gibt dem Ganzen eine Hochwertigkeit und auch eine Eleganz. Diese Spiegelform hier aufgenommen. In diesem Fall ein anderes Licht fürs Badezimmer. Das Badezimmer ist natürlich sehr schön groß. Wir haben ein Doppelwaschbecken für die Gäste, dass sie sich gleichzeitig morgens fertig machen können, bevor es auf die schönen Ausflüge geht. Und was hier noch ein bisschen fehlt und dem Raum auch mehr Farbe geben wird, das ist dann die Kunst. Da sind wir gerade tatsächlich in der Auswahl. Man fängt schon früh damit an, das alles auf Zeichnungen zu planen und dann später in der Kabine wird es noch manchmal umgeworfen. Also auch hier haben wir anders angefangen, sind dann aber gemeinsam mit dem Designteam zum Schluss gekommen, dass wir in diese Richtung gehen und auch natürlich mit dem Produktteam. Und auch das Produktteam hatte natürlich auch die Anmerkung zum Sofa, dass das eben eine richtige Tiefe haben muss, dass man bequem sich hinsetzen kann, den Blick nach draußen genießen kann, ganz wichtig, aber dass es auch eben nicht zu tief ist. Deswegen arbeiten wir da jetzt noch an Sitzkissen, an kleineren Details. Man kennt das vielleicht von früheren Schiffen, von älteren Schiffen. Da gibt es echte Teak-Railings. Davon ist man schon lange weg. Man benutzt normalerweise Aluminium und da kann man tatsächlich verschiedene Dekore drauf applizieren. Wir hatten in der Vergangenheit auch immer diesen Holzdekor, haben uns aber dafür entschieden, in eine modernere Richtung zu gehen mit eben dem Weißholzdekor. Es ist ganz wichtig, dass wir am Ende ein stimmiges Designkonzept haben. Und für die Junior Suite müssen wir natürlich alles bis zur Perfektion durchplanen, sodass wir dann am Ende wirklich das beste Produkt für unseren Gast haben.